Hallo miteinander und herzlich willkommen zu diesem Projekt. Es fängt noch nicht gerade jetzt an, es ist nur mal ein Testpart. Es ist Chrono Trigger. Ist aus dem 1995. Man sieht es auch. Ah, okay, ich habe es weiterdrückt, egal. Ist aus dem 1995, also praktisch älter als ihr alle. Also, gebt mir eine Chance bitte in diesem Spiel. Es ist auf dem Super Nintendo. Ich habe das vor 6, 7 Jahren zum letzten Mal gespielt. Bis natürlich auf gestern testen und alles. Habe ich ein bisschen weitergespielt. Ich habe auch schon ein bisschen aufgenommen. Dann habe ich aber zweimal den Emulator abgeserbelt und ich konnte zweimal alles nachspielen. Dann hatte ich keine Lust mehr. Jetzt habe ich den Emulator gewechselt. Jetzt sollte das hoffentlich gehen. Ich werde es einfach normal speichern, mit Safe States geht es irgendwie nicht. Das ist ja gut so. Was gibt es noch zu sagen? Ich werde die Stimme synchronisieren, also jede Frau, jeder alte Mann probieren an die Hunde, wenn sie nicht selber Geräusche machen. Und auf das freue ich mich sehr. Das ist nämlich etwas, was ich schon länger mal will probieren. Aber fangen wir doch einfach an. Das ist noch die Kampfart, die man auswählen kann. Wir nehmen aktiv. Ist ganz okay. Sonst würden nämlich die Monster immer warten, bis ich ausgewählt habe. Das wollen wir nicht. So, der Exito. Schauen wir gerade das Intro an, das minime Intro. Exito! Guten Morgen, Exito! Wer ist jetzt das gewesen? Ah! Komm, steh schon auf! Hopp, hopp! Da! Der Lena, eure Glocke macht so schöne Musik! Du hast sicher kaum können schlafen über die heutige Nacht, weil heute ist ja die Jahrtausendfeier, nicht wahr? Ich möchte aber, dass du dich benimmst, sonst geht's auf den Arsch. Du könntest auch mal aufstehen, sonst geht's auf den Arsch. Ist okay. Da, Katz, nimm das! Ha, ich bin stark. Gut, das ist der Exito und wie ihr seht, ich kenne schon ein bisschen was sagen, darum... hätte ich das auch ein bisschen planen können. Gut, was ist wichtig? Da kann man speichern, Gruppen wechseln. Oh, falscher Knopf. Da. Kampfgeschwindigkeit werden wir ein bisschen rauf tun. Ich sage so mal. Das ist Infofelder, die können schnell sein. Gut. Dann, den Fensterhintergrund könnt ihr bestimmen. Könnt ihr mir sagen, welche Zahl ihr am liebsten wollt. Ist mir eigentlich egal, ich nehme mal das zum Anfang. Es gibt verschiedene Techs, wir brauchen aber zuerst 5 Tech-Punkte, um die zu erlernen. Objekt natürlich. Und unser Status. Wir sind Element Gewitter. Komisch, aber wahr. Sehen wir noch unsere Waffen, was wir so haben. Wir brauchen 20 EP für die nächste Stufe. Wir haben 8 Angriff, 16 Abwehr. Oben links sehen wir das. Ja, ja, komm. Gehen wir mal runter. Wir müssen ja da das Fest noch. Endlich! Ah ja, die Freundin von dir. Wo du schon seit Jahren kennst. Wie heisst sie doch nochmal? Ich hab's vergessen. Okay. Luca, ja, lernen wir doch gerade, oder? Ah ja, die Luca. Denk dran, sie möchte dir ihre neueste Erfindung zeigen. Ja, okay. Jetzt gang aber bis zum Nacht zurück. Ja, ist gut, Mami. Gib mir Geld. Ja. Danke. Gut, wir sind auf der Weltkarte. Also auf dieser Weltkarte. Wir könnten jetzt überall so ein bisschen rumlaufen, den Luca in das Haus besuchen, ins Schloss rauf. Brauchen wir alles nicht. Wir müssen
ans Fest gehen. Herrlich, eh? Wow, 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 wow! Ah, stimmt. Ah, das ist natürlich das Wetterrennen. Willkommen zur Jahrtausendfeier! Viel Spass! Okay, danke. Ich werde nicht mit jedem reden. Ich werde euch einfach zeigen, da kann man Silbermünzen ausgeben. Und Sachen für sein Zuhause gewinnen, Katzen und einen Klon und eine Puppe. Die sagt einem auch, wie viele Münzen das man hat. Das ist das berühmte Horrorzelt! Leg deine 0 Silberpunkte an! Und kein Wort zu den Eltern! Ja, ja, ja. Eben, man kann da zum Beispiel das Rennen läuft, abwarten und Tee trinken. Ja, dort ist ein langsamer. Komm. So, jetzt können wir nämlich wetten. Der G.I. Joker hat gewonnen. Ich sag, das mal gönnt. Katalak! Was? Ah, der Katalak, der ist wahrscheinlich Katze. Ja, es geht noch ein Weile, bis die anfangen. In dieser Zeit schauen wir uns ein bisschen weiter um. Zum Beispiel hier kann man noch Silbermünzen verdienen. Ding! Erstaunlich! Dafür gibt es einen ganzen Silberpunkt! Ah, schau. Nein, der Grüne hat gewonnen. Ja gut, dann müssen wir nicht zurückgehen eigentlich. Ist es egal. So, man kann da natürlich auch sein Geld ausgeben für Heilung und Unterkunft und so. Das machen wir noch nicht. Ich zeige euch dann auch wieso. Da gibt es noch Karateanzug und Brossenhelm, das machen wir auch noch nicht. Und ich denke, das werden wir auch gar nicht machen. Ich will nämlich nur einen bestimmten Gegenstand von da und der ist da. Möchtest du schon Melchior am Schwertschmied etwas abkaufen? Ja klar. Und zwar will ich die Magnetklinge. Wie ihr seht, die Eisenklinge da 350 geht auf 10 mein Angriff und da geht gerade auf 17. Die will ich unbedingt mehr Angriff als Abwehr haben. Gut, 4000, wir haben im Moment 600. Das klingt unmöglich. Wenn es da nicht das gibt. Oh! Oh shit! Hey! Au, das hat weh gemacht! Kein Family Guy. Ah, leider steht er schon auf. Klar, ich bin ein Mann, mir tut's nicht weh. Oh je, yeah, mein Amulett. Ich bin Mann, ich bring dir das. Ah, der Exi, du redet natürlich nicht so. Gott sei Dank, mein Amulett, das hat einen grossen ideellen Wert. Darf ich es zurückhaben? Nein! Mal sicher. Ich bin wegen dem Fest... Sorry. Ich bin wegen dem Fest da. Du wohnst im Dorf, oder? Ich fühle mich da ein bisschen fremd. Macht es dir etwas aus, wenn ich dich ein Weile begleite? Oh ja. Nein, nein, gar nicht. Danke, du Gentleman. Ich heiße übrigens... So einen blöden Namen habe ich noch nie gesehen, darum wird er geändert. Sorry, ja, die Entwickler haben euch echt nicht überlegt. Ich nehme die von Final Fantasy 8. Renoir. Renoir, und wer bist du? Der Exito. Aha, nett dich kennenzulernen. Komm, wir gehen. Okay, los! Wir können uns hier noch ein bisschen umschauen. Wir könnten hier noch wettrinken, das schaffe ich aber nie. Ich schaffe immer noch 7. Wo ist meine Katze? Ja, Mädchen, ich weiss auch nicht, wo deine Katze ist. Ah, schau, dort ist Katze. Ich rede jetzt nicht, bis Mittagessen wartet. Ja, ja, ist schon gut. Miau! Komm, Büsi. Ach, es ist so blöd. Komm, Büsi. Gehen wir zurück zum Mädchen. Und eben, Leute, ich habe nur die beste Erinnerung an das Spiel. Meine Katze, danke! Hihi, du bist so süß, Exito. Ja, ja, ich weiß. Ich habe auch eine Gummibärli-Pizza gegessen. Ja, eben, ich habe nur die beste Erinnerung an das Spiel. Vor allem auch der ist cool. Eben, die Charaktere sind geil, das Kampfsystem ist geil, man sieht es mal, aber am Anfang ist es natürlich noch langweilig. Ich bin der Gato und habe Metallklang. Und 15 Silberpunkte schenke ich euch als Siegespfand.
Ja, es ist auf Schweizerdeutsch halt schwierig zum Reimen, gerade so spontan. Wir kommen mit 15 Silbermünzen über, wenn wir ihn besiegen. Legato. Attacke! Oh, er hat Punching Ball, so ein Pokéball-Buch. Bang! Egal, da nimm das! Wir können im Moment noch nichts anderes als normal angreifen. Zuerst 5 Tech-Punkte, dann können wir die erste Fähigkeit freischalten. Zeit für den Gegenangriff! Bam! Das wäre jetzt gewesen. Genau. 10 Entschuldigung. 10 Erfahrungspunkte, 1 Tech-Punkt. Perfekt. Oder? Verloren habe ich. Gune hat ihn. 15 Punkte gibt's dafür. Spass ist für mich gewesen. Die Melodie ist so komisch. Egal, Gatto, gib mir's. Gut, jetzt könnten wir die 15 Silbermünzen. Kann man nochmal kämpfen, oder? Natürlich. Die kann man jetzt hier umtauschen. Du hast 16 Silberpunkte, 10 Silberpunkte gegen 50 Gold tauschen. Ja, bitte. Ich werde das jetzt da so lange machen, bis ich die 4000 habe. Ich habe jetzt 650, also es wird es Weile gehen. Ich werde mich dann wieder melden, wenn ich die 4000 habe. Und dann schauen wir weiter. Oh, etwas noch. Ich bin ja jetzt kaputt geschlagen. Habt ihr gesehen, 43 und 70. Mampf, leckeres Hühnchen. Hihihi, du bist so ein Vielfraßiger. Ja, auf jeden Fall haben wir wieder 70 und 65. Perfekt. Ich werde jetzt nachher kämpfen. Wir sehen uns. So, da bin ich wieder. Jetzt ist gerade der Spielstab geblieben, gut. Moment. So, excuse, ist mir wirklich gerade irgendwie. Der Controller hat es mir rausgerührt. Keine Ahnung. So, was ich euch zeigen möchte, ist, ich habe jetzt neue Techniken gelernt. Also, er kann jetzt den Zyklon, schau mal. Sie kann heilen. Sehr schön, oder? Und das, jetzt, ist etwas vom Interessantesten, was ich je in einem Rollenspiel gesehen habe. Das gibt es auch sehr selten und es ist einfach Chrono Trigger, es ist so genial. Ich kann jetzt hier auf Aura Wirbel. Die können jetzt eine Doppeltechnik. Ja, ja, er kann auch Tech. Wir machen jetzt den Aura-Wirbel. Sie spricht einen Heilzauber auf mein Schwert. Und ich wirbel die Heiligen rundherum, für alle rundherum. Das ist so geil. Und später mit jensten Gruppenmitgliedern lernt man verschiedene Techniken, aber nur, wenn man zusammen kämpft. Sonst nicht. Und das ist... Das ist echt geil. Sag so, es wird. Das wird grandios. Ja, ich habe da gerade den X-Strike kommt mir in den Sinn und den Feuerwirbel kommt mir in den Sinn. Da-da-da-da. Sehr schön, wir haben gerade noch neue Stufen erreicht. Gib mir den Cash. Und Leute, ich mache es sicher nicht bis auf 4000. Es ist viel zu lang. Ich hole mir jetzt einfach da die Standardausrüstung, die da überall rumliegt. Ist am alten Mann sein Hühner. Hühnli. Hihihi, du bist so ein Vielfraß-Exito. Ich stehe auf Bad Boys. Ja, ja, ist schon gut. Genau. Gib mir den Cash. Gut. Die 4000er Waffen lassen wir links liegen. Das kann sicher nicht sein. Gib mir einfach die billig da. Genau, danke. Und... Kannst du auch der jungen Dame wohl das Amulett abluchsen? Vielleicht. Und? Hättest du es gegeben? Sorry. Oh, es ist das Amulett! Leider kann ich es nicht kaufen, es ist... zu besonders. Pass gut drauf auf. Okay, Melchior. Danke für den Tipp. So, wir wollen da noch 2 Karate-Anzüge. 2 Bronzehelme. Und... Ah, der Lugeres Gerät ist fertig. Wir finden es im Norden. Sehr schön. Und wir nehmen noch 10 Tonics. Ja, ja, ich weiss. Wo mache ich das? Ich glaube da. Brotzehelm. Karateanzug.
Naja. Ich habe auch nicht gewusst, dass ein Karateanzug besser schützt als ein Feller oben oder so. Es ist etwa das gleiche Stöffel. Ja. Sofort. Also jetzt. Ich kann es nicht ausgerüstet, Mist. Es ist gar nicht ausgerüstet. So. Jetzt aber. Gut, gehen wir doch rasch. Was ist echt der Luca in das Gerät? Ah, sie ist übrigens so eine Erfinderin und so. Wart mal kurz, ich brauche jetzt etwas Süßes. Also gut. Leute, während wir uns da etwas Süßes aussuchen, mache ich da mal Schluss. Wir sehen uns das nächste Mal. Wir sehen das nächste Mal, was die tolle Erfindung ist von der Luca. Hallo, ich möchte ein paar von denen. Natürlich. Also, wir sehen uns. Peace.